Mikro spielen, weil du bist viel zu laut. Ich habe extra leise gespielt. Leiser ging es wirklich nicht mehr. Aber abgesehen von Lautstärkeunterschieden ist es ja so ein bisschen wie der Homecoming. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Jetzt, wo der Ulle Rode nicht mehr da ist, dürfen wir unser Thema wieder in der richtigen Tonart spielen. Der Ulle ist immer so laut. Der Ulle ist, der drängelt sich sehr in den Vordergrund, auch musikalisch. Ist ein sehr unangenehmer Mensch. Immer. Auch persönlich. Ja. Nein, es war sehr, sehr nett, dass der Ulle da war letztes Mal und wir haben ihm das sehr, sehr gerne gegönnt, dass er eine andere Tonart haben wollte. Es war ein super Gespräch. Es ging dann irgendwann mal so richtig auch so fast philosophisch stellenweise. Ja. Aber das kann man mit dem Ulle gut machen. Das ist nämlich auch so ein sehr belesener Mensch. Mhm. Und wir sind heute auch sehr belesen, weil, weißt du nämlich, wo unser heutiges Thema sprachlich seinen Ursprung hat. Sprachlich? Ja. Also, wir reden heute über das Thema Improvisieren, unsere Folge, die 18. Folge von Axel MV, ja. Wir und die Musikwelt Eld. Und die Folge heißt, hast du heute schon improvisiert? Ja. Wir wollen über das Improvisieren reden, über was ist das, wie kommt man dahin, wie fühlt man sich damit wohl und wann man das macht überhaupt. Und bevor wir das jetzt da mal reingehen, weißt du, wo es herkommt? Nee, hast du da schon wieder so ein bisschen recherchiert oder was? Ja, bist du da schon wieder so ein bisschen recherchiert. Also Impro, wie sehr hat das mit Sehen zu tun? Pro, videre ist das, glaube ich, aus dem Lateinischen Vorhersehen. Mhm. Und improvisieren soll quasi bedeuten, das Unvorhersehbare gestalten sozusagen. Also quasi, ich glaube, wenn man auf Wikipedia guckt, stand da aus dem Stegreif heraus, etwas darstellen, zeigen, herstellen. Ja. Und natürlich jetzt in unserem Fall reden wir über viel Kreativität im künstlerischen Bereich. Aber es ist ja auch nicht nur Musik oder Kunst, nee, sondern auch im Alltag, oder? Also wir, für uns, also ich sag mal so, ich fange mal ganz hinten an oder ganz vorn. Als ich angefangen habe, Musik zu machen, ist mir dieser Begriff das erste Mal über den Weg gelaufen. Denn es war, glaube ich, in einer milden Sommernacht. Nee. Es war auf jeden Fall vom Fernseher und da habe ich Eric Clapton gesehen. Ne? Eric Clapton, kennt jeder, Gitarrist aus England, der bekannt wurde durch diverse Hits, zum Beispiel Layla. Und gerade Layla ist ja so ein Song, der ist natürlich, natürlich hat er feste Arrangementteile, aber irgendwann hinten raus fangen die dann an, natürlich dann so ganz ausschweifend nochmal zu spielen. Ist dann auch irgendwie eine komponierte Melodie irgendwie vorhanden, aber dann improvisieren die dann. Und dann gibt es natürlich bei Eric Clapton dann auch tausende von Blues-Songs. Und gerade in seiner Blues-Phase hast du ja 70% Improvisation von den Stücken. Also es gibt immer irgendwie einen festen Bestandteil und dann improvisiert er. Und da habe ich das erste Mal so gehört, was macht er mit seiner Gitarre da? Der spielt, also der stand auf der Bühne und das hat auch so leicht ausgesehen immer. Der spielt dann immer und man hat so das Gefühl, dass er mit seiner Gitarre spricht. So. Mhm. Und das ist bei mir so hängen geblieben. Improvisation ist für mich, also gerade im Musikbereich, sowas wie der Mensch drückt sich über sein Instrument aus. Und gerade beim Improvisieren, und jetzt sind wir eigentlich auch schon richtig in der Materie drin, bam, beim Improvisieren habe ich so immer das Gefühl gehabt, dass der Musiker wirklich so was von sich am ehesten seine gibt. Eigene Stimme so zeigen kann. Ja, man nimmt am ehesten wahr, finde ich, was der Musiker für einen Musiker oder für einen Mensch sogar ist vielleicht. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Du sprichst jetzt von Eric Clapton und von der Band. Mir wäre es wichtig, bevor wir jetzt mal nochmal weiter ins Detail gehen nachher, mal ganz kurz nochmal auch für diejenigen, die vielleicht, also ich weiß, wir haben viele Musiker, die zuhören, Musikerinnen, die wissen natürlich sofort, über was wir reden, aber vielleicht hören auch Leute zu, die
oder schauen Leute zu, die gar keine Ahnung haben. Und da finde ich nämlich auch echt immer, es taucht so immer ein Thema auf, was ich spannend finde. Improvisieren kann sein, dass ein Solist improvisiert. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Blues, hast du gerade das Wort gesagt, das beinhaltet eigentlich schon, dass eine grundlegende Bandharmonie, Akkordstruktur zugrunde liegt, die läuft durch. Mhm. Das heißt, da ist schon mal nichts mehr improvisiert. Ja. Also das ist eine klar vorgegebene Form. Ich vergleiche das immer mit einem Fußballfeld. Ja. Du hast ein Fußballfeld, das sind die Akkorde, das ist der Rhythmus. Mhm. Sobald du da rausgehst, ist es vielleicht erstmal out oder falsch. Ja. Fragezeichen, ja. Aber erstmal ist das die vorgegebene Form. Was aber jetzt der Libero auf dem Fußballfeld macht damit, das ist das Improvisieren. Ein guter Vergleich, Wenn Eric Clapton jetzt anfängt, darüber über Blues zu solieren mit seiner eigenen Stimme, mit seiner Tonwahl, mit seiner Phrasierung, das ist so Improvisieren. Ja. Ich sage das deswegen, weil es natürlich auch freie Musik gibt. Also ganz freie Musik, häufig dann eher so im Jazz, experimentalmäßig, wo man gar keine Strukturen hat, wo du kein Songgerüst hast, wo du keine Akkorde, keinen Rhythmus hast, wo man zusammen versucht, einfach eine gemeinschaftliche Improvisation zu machen. Mhm. Und darüber hinaus gibt es natürlich dann auch dieses häufige Missverständnis von Leuten, die vielleicht auch mit Jazzmusik insbesondere so gar keine Berührungspunkte haben, die so denken, boah, Jazz ist doch immer so einfach nur falsch und atonal und vollkommen improvisiert, was aber in vielen Fällen ja gar nicht stimmt. Gerade abgefahrene Jazzmucke für Leute, die das noch nicht gehört haben. Ich meine jetzt nicht Free Jazz, sondern ich meine Bebop oder solche Dinge. Da gibt es knallharte Strukturen, nämlich Akkorde, die laufen die ganze Zeit dann runter. Ja. Wie die aber ausgestaltet werden, also welches Voicing der Pianist, der Bassist, der Keyboarder, Gitarrist, wie auch immer, da gerade spielen, das ist vielleicht frei, aber dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt in A-Moll wahrscheinlich spielen werden, ist vorgegeben. Mhm. Was aber darüber der Solist nachher spielt, das ist so ein bisschen der freie Part des Improvisierens. Ja. Und das finde ich häufig, dass Leute das nicht so in Worte fassen können, wenn sie nicht aus der Musik stammen oder sich nicht auskennen in der Musik. Es ist nicht alles improvisiert. Es gibt komplett improvisierte Musik, aber es gibt häufig Musik, wo eine Basis zugrunde liegt, über die dann improvisiert wird. Und das finde ich schon spannend, wenn wir uns das nachher auch nochmal genauer angucken. Ja, das gibt, wenn man mal so ein bisschen zurückgeht, also ich kenne es auch von Leuten, die jetzt, die vielleicht gar nicht ein Instrument gelernt haben, aber trotzdem irgendwie auf irgendein Festival dann plötzlich mit Trommeln da sitzen und in so einer Runde sitzen und anfangen so auf Trommeln. So, ne, kennst du das? Wenn so, oh ja. So. Und das ist eigentlich auch ein ganz witziger Vergleich, weil da hast du ja keine harmonische Grundlage. Wenn man jetzt zwei Gitarristen zusammenspielen und improvisieren, dann einigt man sich ja schon mal auf eine Tonart meistens, im Optimalfall. Und wenn du jetzt aber Leute hast, die ohne tonales Zentrum irgendwie improvisieren dann, und mal einfach nur die Rhythmik nimmst, dann kannst du mal so eine Percussion-Gruppe angucken. Dann merkst du aber auch, dass die sich dann irgendwie zusammenfinden und merken, oh, jetzt sind wir im Flow. Also so, jetzt sind wir zusammen. Jetzt check ich deinen Rhythmus. Und ich kann auf deinen Rhythmus reagieren. Also das ist auch eine Komponente von Improvisation, genau. Kommunikation. Auf einmal reagiere ich auf das, was der andere macht. Also ich höre und reagiere auf das. Genau. Also dasselbe, was in der Sprache ja auch passiert. Wir reden ja bei Improvisation, es gibt ja ganz viele verschiedene Parameter, die man sich angucken kann. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn du percussionmäßig unterwegs bist, hat man den in Anführungsstrichen vermeintlichen Vorteil, dass man erstmal harmonisch nichts checken muss. Ja, wenn man jetzt nur trommelt, dann kommt halt nur ein Sound raus. Wenn man wenn man die Trommel nicht beherrscht, kommt da auf jeden Fall erstmal nur ein Ton raus. Ja. Oder ein Perkussionssound. Oder du hast zwei Hände und machst mit zwei Händen vielleicht. Genau. Aber da hast du erstmal, geht's nur um Lautstärke, Rhythmus, und Patterns, würde ich mal sagen. Ja, da hast du auch schon mal Dynamik. Die Leute merken dann plötzlich, die werden leiser. Ja, ne? Genau. Also auch wenn jemand gar keine Ahnung von Musik hat, er merkt dann so, oh, wir werden jetzt alle leise. Genau. Und dann gehen wir plötzlich in so eine rhythmische Ekstase, wo alles extrem laut wird. Und spannend finde ich zum Beispiel, weil du jetzt sagst, wenn zwei Gitarristen oder Harmonieinstrumente oder Melodien dazukommen, da muss man sich erstmal schon mal auf was einigen, hast du gerade gesagt. Ja. Da gibt es ja auch diese, vielleicht so einen Übergang, diese Handpan-Geschichten. Weißt du, ne? So diese Dinger, die auf dem Schoß liegen, die so verschiedene Töne haben. Die sind zum Beispiel, die gibt es in verschiedensten Bauformen, mit verschiedensten
Tönen drauf. Die sind also meistens nicht chromatisch wie ein Klavier oder wie. Ich habe vor kurzem eine Session gemacht mit meinem Kollegen Martin Geiberger. Ja. Der spielt nämlich Handpan. Ah, ja, der macht auch verschiedene begleitet Yoga-Kurse und so weiter. Mhm. Und witzig, dass du das gerade sagst, weil der Martin ist auch ein fleißiger Hörer unseres Podcasts. Ah, und liebe Grüße. Ja. Martin Geiberger. Und wenn man da mal auf seine Webseite guckt, da könnt ihr das sehen, was der genau macht mit der Handpan. Und da hatten wir eine Session, es gibt auch ein Video von uns. Und er hat melodisch und rhythmisch natürlich schon ein bisschen was vorgegeben. Mhm. Ne? Die Teile können natürlich auch Dreiklänge abbilden und so. Und dazu habe ich Gitarre gespielt. Also das ist ein ganz, ganz wunderschöner Song. Ich finde es total spannend. Ich habe auch mal einen Berührungspunkt mit Handpan-Geschichten gehabt. Mhm. Das hat sich aus einer spontanen Improvisationsgeschichte auf so einer Privatfeier ergeben. Mhm. War super spannend, inspiriert. Und dann habe ich angefangen, dafür ein bisschen Musik zu schreiben. Ach, cool. Und dann hat sich aber für mich relativ bald auch herausgestellt, okay, das ist doch relativ komplex, weil man sich für die jeweilige Handpan dann extrem limitieren muss, was harmonisch möglich ist. Also es gibt die Handpans, wie gesagt, die gibt es pentatonisch, die gibt es in Molltonarten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Und wenn ich dann aber einen Song schreibe, wo ich aber genau den Sound haben will, dann musste da noch eine zweite Handpan ran, damit wir das überhaupt abbilden konnten. Ja, klar. Ja, und so, das ist ein bisschen tricky. Aber was ich sagen wollte wegen diesen Handpans, wenn es zum Beispiel pentatonisch ist, dann muss man sich erstmal nicht viel drüber unterhalten. Also Pentatonik ist eine Fünftonskala. Ne? Genau, und, also eine relativ für alle, die es nicht wissen. Häufig, dann, wenn es in Moll ist, zum Beispiel ein sehr in sich ruhender Sound, der einfach wunderbar sich auch so für meditative Dinge dann eignet. Und dann kann man nämlich einfach sagen, wir haben einen Rhythmus, wir haben Dynamik, hast du gerade gesagt. Ja. Und jetzt haben wir mal so wenige Töne, die dieses Instrument uns vorgibt. Und dann können wir wunderbar in diesem Kontext schon mal anfangen, so zu improvisieren, dass wir keinen Song brauchen. Wir brauchen keine Songstruktur, wir müssen uns nicht über komplizierte Akkorde Gedanken machen. Und es stimmt erstmal alles. Es ist erstmal einfacher, also die Basis ist erstmal einfacher. Mhm. Dann gibt es ja manchmal Leute, die kommen mit einem Didgeridoo dazu. Ja, genau. Und dann irgendwie so, ach nee, das stimmt nicht, ne? Weil das Didgeridoo auch irgendeine Stimmung hat. Ein Ton hat, ja genau. Oder nur ein Ton. Ja, oder so Obertöne und so, aber ja, genau. Genau, und dann merken, wenn dann eine Trommel nicht so ganz stimmt, das hören viele dann auch nicht, ne? So bum, bum, dann hört, die haben ja auch einen Ton, aber das hören viele dann nicht, weil er zu kurz ist vielleicht. Ja, genau. Aber eine Didgeridoo, die macht natürlich, die macht schon mal einen Rahmen fest. Ich kann nicht einfach dann irgendwelche komischen Töne drüber spielen, weil das hört dann jeder, dass das irgendwie falsch klingt. So, ne? Und da sind wir schon bei einem Thema, was ich weiß nicht, wie es dir geht, willst du das nicht in den Mund legen, aber bei mir ist es so, ich halte häufig diese Selbstfindungsgruppen mit irgendwelchen Trommeln und so gut gemeinten, halb verstimmten Didgeridoos, halte ich nicht aus. Ich werde wahnsinnig. Und das ist leider auch, ich ärgere mich da auch über mich selbst, muss ich sagen. Mhm. Weil ich finde, wenn man jetzt, ich kann jetzt wieder nur über mich selbst reden. Ich habe Musik studiert. Mhm. Ich habe angefangen als Hörer. Ich war Fan. Ich war Musikfan, habe angefangen und habe total Bock gehabt, einfach eine Musik zu machen. Mhm. Ich will Aufnahmen von damals wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr hören, weil ich da vielleicht auch jemand war, der so tendenziell Trommelgruppe-mäßig unterwegs war. Aber natürlich, je mehr man Dinge tut, je mehr man trainiert, sei es jetzt Sport oder Kochen oder Schreiben oder eben Musik machen, entwickelt man Rezeptoren für, das klingt schön, das klingt nicht schön. Oder deswegen liest Marcel Reich-Ranicki oder hätte auch keine Mickey Maus gelesen wahrscheinlich. Ja, schön gesagt, ja. Wobei Mickey Maus auch für die Zielgruppe sehr, sehr schön ist. Vielleicht sogar unterschätze ich das, die Literatur. Nee, aber was ich sagen will, ist, ich finde es wahnsinnig toll, wenn Menschen zusammenkommen und improvisieren musikalisch, weil sie sich ausleben versuchen in diesem Kontext oder weil irgendwas wirklich auch beeindruckend sein kann, eine Erfahrung sein kann, gemeinsam. Geht es ja auch oft um andere Sachen. So, ne? Genau. Aber sobald man anfängt zu üben, sich zu finden in der Musik, dann passieren natürlich auch Dinge, dass man schöne Klänge von dissonanten Klängen krasser unterscheiden kann, dass man Tonarten entdeckt für sich, dass man Tonmaterial für sich entdeckt, weil man übt, weil man Licks übt. Weil man, und das ist wie eine Sprache lernen. Je besser man die Sprache beherrscht, je mehr Vokabel man kann, je wendiger man ist in der Sprache, desto vielseitiger wird man damit umgehen und desto deutlicher fällt einem auf, wenn jemand die Sprache nicht sprechen kann. Absolut. Und das ist das, was ich bei Improvisationen wahnsinnig toll finde, wenn es behende passiert, wenn es Leute machen, die ihr Instrument oder die Musik beherrschen. Ja.
gleichzeitig sehne ich mich manchmal auch wieder an diesen Punkt zurück, dass ich nicht diese Schablone, diese akademisch gelernte Schablone immer vor Ohren und vor Augen habe, dass ich sage, das ist ein falscher Ton gerade. Weil eigentlich ist ja erstmal nichts falsch. Wir sind ja oft damit konfrontiert, ne, dass wir so aus unserem, ich nenne es mal Betriebsblindheit, obwohl es keine Blindheit ist, sondern eher was genau das Gegenteil. Taubheit. Naja, es ist ja so, umso mehr musikalische Prozesse du verstehst, desto mehr Freiheit gibt dir das, dich musikalisch auszudrücken. Das ist schon mal grundsätzlich meine Meinung. Weil es gibt dann auch, gibt dann schon viele Leute, auch die dann meinen, wenn sie anfangen, Musik zu studieren, dass sie dann ihre Magie verlieren. Das ist ja, wird ja oft so in den Raum gestellt. Das kennst du bestimmt auch. Ja. Ne? Und das ist so, ich glaube, es ist so ein Trugschluss und so ein Mythos, weil Leute sich natürlich verändern, wenn sie vielleicht lernen, wie Musik genau funktioniert in ihren Zusammenhängen oder in ihren Prinzipien so. Ne? Und ich glaube, viele Menschen haben Angst, zu viel zu lernen, weil sie denken, sie würden was verlieren, weil sie dann Sachen dazulernen, die in ihr Vokabular mit hineinwirken, sage ich mal. Und dann dadurch, dass sich dann was verändert, andere Leute vielleicht manchmal sagen, ja, du hast dich musikalisch verändert, du bist nicht mehr so, wie du früher warst oder so. Mhm. Das sind ja manchmal so ganz klar logische Prozesse, die dazu führen, dass ein Mensch plötzlich anders klingt wie früher. Also jeder kennt Bands, die angefangen haben, Musik zu machen und sich in ihrer Laufzeit oder in ihrer Karriere irgendwie verändert haben, weil sie sich weiterentwickelt haben. Und manche Leute kommen damit nicht klar. Ich glaube, das ist ein ähnlicher Prozess. Und wenn du dann, also für mich ist es immer so, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, wenn ich die musikalischen Prozesse alle wirklich verstehe, also ich kenne meine Intervalle, ich kenne meine Akkorde, ich habe meine Gehörbildung, ich weiß, welche Rhythmik es gibt, ich weiß, was Sechzehntel, Viertel und Triolen sind. Wenn ich diese ganze Sprache irgendwie beherrsche, dann habe ich immer so das Gefühl, dass mich das mehr immer weiter dazu bringt, mich musikalisch auszudrücken und Musik generell zu verstehen und mir Freiheit gibt. Na, wenn du jetzt zum Beispiel so Menschen wie Jacob Collier zum Beispiel, oder Collier, wie spricht man den aus? Ich glaube Collier. Wenn man sich das anguckt, was der macht, der auf, ich sag mal jetzt wirklich auf sehr hohem Niveau Musik macht, der wirklich komplette Sätze versteht, hört und auch relativ schnell verarbeiten kann in Echtzeit, dann sage ich, okay, dieser Typ, der hat ein unfassbares Potenzial an Ausdrucksstärke oder an Freiheit. Er kann sich musikalisch einfach frei bewegen durch Musik. So kommt es mir immer vor. Und da gibt es einige von diesen Typen. Aber, also ich bin nämlich, alles, was du gerade gesagt hast, gehe ich komplett mit. Und mir geht es exakt genauso. Ich sehe es ganz genauso. Mhm. Ich finde, je mehr man lernt, je mehr man übt, hört, sich weiterentwickelt, desto flexibler wird man einfach in seinem persönlichen Ausdruck, was auch die Improvisation angeht. Es ist auch nicht nur Tonarten oder Stilistiken, es sind Akkordverbindungen, es ist einfach die Spontanität. Je mehr du geübt hast, desto besser ist man trainiert einfach irgendwie. Ja. Wie Vokabeln lernen, vergleicht das immer, ne? Ja, oder wie eine Sprache. Umso mehr Worte man kann und umso mehr Möglichkeiten ich habe, Ironie zu verstehen, umso mehr Möglichkeiten ich habe, Tonfärbung zu verstehen oder vielleicht auch einen Witz zu verstehen, desto mehr kann ich mich verstehen, auch den Subkontext von dem, was jemand sagt. Genau. Das ist in der Musik genauso. Aber was ich finde, ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich jetzt sage, aber zum Beispiel Jacob Collier ist jemand auch als Typ, den ich wahnsinnig, also ein sehr intelligenter Typ offenbar, ein sehr feinfühliger Typ offenbar. Ja. Ich wüsste aber gar nicht, ob ich den mal so ein richtig dreckiges Punk-Ding kratzend hören, spielen, sehen wollte. Kann der auch. Kann der vielleicht. Also ich bin dann nicht mal ein Fan von ihm, ne? Weil ich, also musikalisch ist es dann auch immer eine Geschmacksfrage, quält dann das überhaupt. Ne? Ich kenne seine Videos natürlich, die kennt jeder so, die YouTube-Videos, ne? Wo er dann Sachen singt und auch mit mehreren Stimmen und sich dann 20 Mal abbildet und dann. Da ist nicht so viel improvisiert, das ist sogar alles sehr, sehr arranged, geplant, ja, das hat nichts mit Improvisation zu tun, aber wenn er improvisiert, dann merkst du, okay, der weiß genau, was er da tut, so, ne? Es ist auch natürlich immer eine Geschmacksfrage, ne? Ich bin auch nie Fan von George Benson gewesen, ne? Sorry. Es hat mir nie gefallen. Ich war Fan von John Scofield und aus irgendeinem Grund war George Benson unfassbar guter Jazzgitarrist und alles, aber ich habe
geschmacklich hat mir das nie so gut gefallen. Ich weiß genau, was du meinst, absolut. Ja. Es ist einfach so eine Frage, ne, klar, womit man sich eher so identifizieren kann. Ich finde es toll, also wenn die Leute die beiden Gitarristen kennen vom Sound, es sind wirklich sehr, sehr unterschiedliche Typen. Beide sind Jazz-Gitarristen, wenn man so will. George Benson ist sehr, ich würde sagen, man hört die Tradition deutlicher bei ihm. Es ist viel mehr Inside, also mit Inside meine ich, er improvisiert viel mehr mit den diatonischen Tönen, er kommt so ein bisschen aus dem Bebop, aber spielt viel mehr wohlklingend. Es klingt viel braver und viel herkömmlicher, sage ich jetzt mal. Angepasster vielleicht. Genau, und ein bisschen easy listening mäßiger, sage ich mal, dadurch. Ja, genau, das ist, glaube ich, das, was mir oft nicht so gefallen hat. Und dazu passt natürlich auch diese ganze 70s Hochglanz, hochgekrämeltes, senffarbenes Sakko. Breezin, genau. Ja, das ist also was. So gute Laune. Schön irgendwie, aber ich ist nicht meine Musik. Genau, und Scofield war schon immer jemand, schon sehr früh, der durch seinen eigenen Sound nicht nur den Klang der Gitarre, sondern auch das, was er spielt, immer eckiger, kantiger, schräger, war, der hat so eine spezielle Dreckigkeit damit reingebracht, die total anders ist als das, was George Benson oder solche Leute gemacht haben. Mhm. Insofern gute Beispiele, weil es beides hervorragende Improvisatoren sind, aber die sehr, sehr unterschiedlich klingen und man gar nicht sagen kann, der eine ist versierter als der andere, sondern sie sind einfach total anders. Das ist die eigene Sprache. Aber worauf ich hinaus wollte, ist so ein bisschen so dieses Ding, kann man sich die Rohheit und den Dreck eines Blues-Typen oder eines Rock-Typen, der noch nicht alle Scales ausgecheckt hat und ein tolles improvisiertes Rock-Solo spielt oder ein Blues-Solo spielt, zum Beispiel die ganzen Sachen hier, B.B. King oder diese ganzen alten Blues-Gitarristen, die ja wirklich, ich würde jetzt mal sagen, tendenziell keine versierten Musiker waren, also technisch gesehen oder auch harmonisch gesehen, sich sehr, sehr simpel, in simpler Musik bewegt haben. Mhm. Und auch wie sie soliert haben, ist total repetitiv meistens. Es ist überhaupt nicht vergleichbar mit John Scofield. Absolut. Aber trotzdem hat es eine unglaublich spannende Sache, obwohl sie auch vermeintlich manchmal Töne spielen, wo ich jetzt sagen würde, oh, der ist jetzt aber okay, spiel ihn, weil du weißt, du willst ihn so spielen, cool, aber für mich wäre er schon irgendwie nicht mehr so kultiviert, sage ich mal. Und kann man sich das überhaupt noch bewahren, wenn man akademisch ausgebildet ist und diese Schritte weitermacht, die du meinst mit Gehörbildung und Lernen und Üben? Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn man natürlich jetzt, das ist halt immer die Frage, ne? Bin ich jetzt gefangen von meinem Wissen? Ne? Also nimmt mich das ein und schränkt mich das ein, dass ich jetzt weiß, okay, ich habe jetzt hier eine C-mixolydische Skala und dann darf ich mich auch sobald ich davon eingeschränkt bin und mich nicht rausbewegen kann, das ist auch wieder Kreativität. Wie kann ich mit vorhandenem Tonmaterial umgehen, so dass es kreativ klingt? Und Regeln sind dann natürlich auch da, um sie zu brechen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, den man lernen muss, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier, oder guck dir Beatles an, ne? die Aufnahmetechniken, die teilweise wirklich über den Haufen geschmissen haben. Das ist ja auch, sowas wie Improvisation. Ich nehme jetzt, man hatte jahrelang gesagt, das Schlagzeug muss so und so abgenommen werden, die Mikrofone müssen so und so stehen, weil man das so macht. Und die Beatles haben gesagt, so ja, wir machen jetzt mal genau das Gegenteil, weil wir einfach ein kreatives Ergebnis. Wir wollen einen anderen Sound. Wir verzerren die Stimme jetzt mal. Wir nehmen ein Bandgerät und wir holen da das Delay raus, so, ne? Oder wir übersteuern was. Und das war ja dann so, wo man sagt, oh, das kannst du nicht machen. Aber die haben das halt dann gemacht. Und schon ist es praktisch aufgrund, weil man jetzt kreativ umgeht mit seinen Materialien, was ja auch sowas wie Improvisation ist. Ich improvisiere mit meinen vorhandenen Möglichkeiten, um erst Neues zu kreieren. Und dann entstehen plötzlich neue Sounds, von denen man erst mal denkt, so, wie kommt der da hin? Und dann ist es plötzlich so gesetzt. Und seitdem man das gemacht hat, ist es Standard auch. Mhm. Und das finde ich ja auch spannend, wenn jemand genau diese Regeln, die einen eigentlich die man sich eigentlich die man gelernt hat, dass man die dann irgendwann bricht, ja, und vielleicht damit spielt und das nach außen hin aufbricht. Was ich spannend finde, ist, ich kann das von mir selber sagen, weil ich diesen Prozess durchgemacht habe, bei dir wahrscheinlich genauso, vielen anderen geht es auch so, man hat angefangen, irgendwie eine Art Mucke zu machen, da hat man sich weitergebildet, bei dem einen ging es in die Richtung, bei dem anderen ging es in die Richtung, bei mir war es dann ein Jazzstudium, wo ich Gehörbildung gemacht habe und plötzlich Sounds aufgegangen sind, die ich vorher
zwar schon mal gehört hatte, aber die ich auf jeden Fall nicht umgesetzt hatte. Und die waren überhaupt nicht in meinem Vokabular drin, die waren auch gar nicht in meinen Fingern drin. Mhm. Ich hatte sie überhaupt nicht zur Verfügung. Mhm. Damit meine ich jetzt Halbton, Ganzton, Ganzton, Halbtonskalen. Ich meine auch melodisch Moll, harmonisch Moll. Dinge, die daraus resultieren, weil wenn man jetzt mal, ich sag mal, in Deutschland groß wird, selbst wenn man amerikanisch-englische Musik hört oder ein bisschen, bei mir lief ab und zu mal ein bisschen Fado-Mucke, ein bisschen Flamenco-Kram, aber im Grunde reden wir über westlich orientierte Geschichte. Wir haben 12 Halbtöne, wir haben Kirchentonleitern und dann gibt es alle Akkorde, die daraus kommen. Es gibt ein paar Zwischendominanten und dann ab da hatte ich, als ich angefangen habe, Jazz zu studieren, nicht so viel Material mehr. Ich habe also, glaube ich, noch kein einziges Mal eine Ganztonleiter gepfiffen, obwohl ich sie als Kind schon mal gehört hatte bei irgendwelchen Kindersendungen oder so. Ja. Aber so Dinge, die man nicht im normalen Gebrauch hat, die habe ich da erst gelernt. Das heißt, es ging plötzlich ein neuer Kosmos auf, den ich erstmal lernen musste. Mhm. Und da ist für mich dann ein, gut, das ist jetzt echt keine krasse Erkenntnis, aber ich will es trotzdem mal sagen, was dieser Prozess des Improvisierens oder des Erlernens des Improvisierens für mich immer wieder ausmacht, ist einfach, okay, ich habe jetzt was, das kann ich noch nicht. Mhm. Weder hören, singen noch spielen. Ja. Dann übe ich das. Mhm. Also ich übe die Ganztonleiter. Ich gucke mir an, wo kann ich sie anwenden. Ah ja, ich kann sie beispielsweise über Dominanten anwenden. Ja. Und dann übe ich die in allen erdenklichen Darreichungsformen, sei es jetzt irgendwie in Akkordbrechungen oder in Rauf und Runter oder runter und rauf. Und dann versuche ich das auch anzuwenden. Vielleicht zu Hause mit Playlongs oder im Proberaum mit der Band oder wie auch immer. Wenn ich sie aber in diesem Stadium, wo ich sie gerade mal geübt habe, jetzt dann wirklich inspiriert in ein Solo auf einer Platte oder in einem Live-Kontext wirklich unterbringen will, dann klingt das häufig noch sehr gestelzt. Ja, bei mir ist es warum ist das so? Weil ich es bisher in diesen Situationen dann nur kognitiv bewusst anwende. Ja. Das ist dann so, okay, wir sind in Tempo 125, da ist ein D7, jetzt spiele ich mal die Ganztonleiter in Achteln oder wie auch immer, vom Fis aufwärts oder so, ne, irgendwie. Und dann denke ich so, okay, das hat jetzt war jetzt richtig, aber es hat überhaupt nicht geil geklungen. Ja. Und der Moment, dass ich das weglege quasi und ein Jahr später rutscht mir das quasi intuitiv improvisiert raus in einer Improvisation, so ein Lick was oder irgendeine Verbindung, irgendein Melodie-Ding. Ja. Ich rede jetzt als Saxophonist dann über Einzeltöne, also über Melodie-Lines, die man improvisiert. Und dann ist dann plötzlich eine Ganzton-Line drin. Ja. Oder eine Halbton, Ganzton oder whatever. Oder Dinge, die ich sonst nicht verwendet hätte, weil ich ein Fremdwort gelernt habe, was ich vorher noch nicht kannte. Wenn ich das noch nicht ausgesprochen habe, wenn ich es auf Französisch noch nicht ausgesprochen habe, dann werde ich es auch nie in meinem Französisch irgendwann mal anwenden können. Und deswegen ist dieses Licks üben für mich durchaus richtig, es zu tun. Mhm. Die dann aber bewusst weglassen im Solospielen und nicht jetzt spiele ich das, weil ich weiß, es passt dahin, sondern ich versuche mich selber dann beim Improvisieren sehr wieder aufs Hören zu verlassen und nicht, also es gibt natürlich den Moment, dass man solieren muss, weil man das Stück noch nie gesehen hat, du siehst die Akkorde auf den Noten, du musst jetzt ein Solo spielen, in dem Moment ist es vielleicht nicht so einfach, es sei denn, du bist in der Lage, die Akkorde dir vorzustellen, dir im Gehör vorzustellen, so wie du sie da siehst. Mhm. Wenn du das nicht kannst, dann siehst du da A-Moll 7, D7 und dann würde ich dann denken, A-Moll 7 und jetzt weiß ich ja, bei D7 kann ich ja die Ganztonleiter spielen, spielst du jetzt mal vom Fis aus. Ja. Dann habe ich zumindest mal die richtigen Dinge gespielt, aber so richtig inspiriert war es keine geile Improvisation. Ganztonleiter, ich bin auch kein Experte, aber das wäre sauer ein bisschen. Genau. Manche Kinder, so Kinder-Zeichentrickfilme, die haben das oft, wenn Leute so... ja, oder hier, ganz am so, Anfang von, wie heißt es, You Are the Sunshine of My Life von Stevie Wonder, der ist doch am Anfang, ich weiß es nicht, die Tonart. Ne, dieses Intro, das ist eine Ganztonleiter. Das ist ein spezieller Sound, der so eine Dissonanz oder so ein... etwas Überraschendes. Über einen Dominant-Akkord. Genau, zum Beispiel. Das ist einfach eine Farbe, die ich sonst nicht zur Verfügung gehabt hätte, wenn ich sie irgendwann mal nicht geübt habe, sozusagen. Mir ging das erste Mal so, als ich mit harmonisch Moll konfrontiert wurde. Und das ist eigentlich, harmonisch Moll ist was, da musst du auch keine Musik studieren. Du hörst einfach, dass der Akkord eine andere Farbe hat. Also wenn man jetzt in einem Moll-Kontext ist, dann würde man sagen, es geht hier weiter,
ne, auf die vierte Stufe. Und dann, wenn aber da eine Dur-Terz drin ist, also, ne, dann muss man nicht studieren, dass man da weiß, dass man dann hier hingehen muss und dass der dann nicht mehr passt, die Moll-Terz. Ne? Und damit wurde ich, da habe ich das erste Mal gemerkt, so, okay, warte mal kurz, ich fange ja an, weil ich habe schon ganz früh angefangen, einfach drauf loszuspielen. Ich habe im Kindergarten schon improvisiert. Ich hatte ein Casio-Keyboard und habe Töne gespielt und habe Musik improvisiert. Also mein Leben fing, musikalisches Leben fing eigentlich mit Improvisation an. Mhm. Bevor ich Noten lesen konnte, sowieso. Ich habe erst mal improvisiert. Und dann habe ich angefangen, sowas zu spielen. Und dann habe ich gemerkt, so, bei dem Akkord muss ich jetzt irgendwas anderes. Und dann hat mein Gehör hat dann schon gesagt, so, ja, warte mal, das passt jetzt nicht, das musst du anders machen. Also man weiß das ja schon. Man muss da nichts studieren erst mal. Ne? Und dann aber, wenn es dann dazu kommt, dass man dann wirklich die kompletten Zusammenhänge studiert oder versteht, dass man weiß, okay, wenn dieser Akkord kommt, dann muss ich eine harmonische Mollskala spielen. Aber harmonische Mollskala ist ja eigentlich nur ein Begriff dafür, dass sich plötzlich ein Ton ändert. Und die Skala sich um einen Ton verschiebt. Ja, genau. Also wir haben dem halt einen Namen gegeben. Ja, genau. Und das, also zum Beispiel für mich war so ein Thema, jetzt sind wir total in diesem theoretischen Teil. Ja. Das ist eigentlich das Lernen vor dem Improvisieren, wenn man so will. Für mich war so ein Ding bei der alterierten Tonleiter zum Beispiel, für jetzt, es geht sehr ins Detail für Nichtmusiker, wenn wir ganz normale deutsche, westliche Kirchentonleitermusik haben, dann haben wir auf der fünften Stufe eine Dominante und die ist mixolydisch und das ist der einzige Unterschied zu unserer Alle meine Entchen-Tonleiter, zur Dur-Tonleiter, der ionischen Tonleiter, ist das ein einziger Ton, nämlich die B7. Mhm. Also der siebte Ton ist da einen Halbton tiefer als bei der normalen Dur-Tonleiter. Und du hast dann nicht, ist immer ganz gut, dass man das, du hast dann nicht, wenn wir jetzt bei C sind. Genau. Sondern der ist dann. Ganz genau. Das ist eine Dominante, ein dominant Septakkord, weil das, der klingt dominant, weil er sich. Da ist eine Instabilität zwischen der Terz und der Septim, da ist ein Tritonus drin, also drei Ganztöne, die wollen sich auflösen, die machen Stress sozusagen, dann entsteht eine Spannung und die ist so dominant, die will sich auflösen, woanders hin. Im Blues haben wir diese Akkorde die ganze Zeit so. Und dann gibt es das kann man diese Dominanten einfärben, so sage ich das immer. Du kannst jetzt sagen, ich spiele über diese Dominante nicht diese Tonleiter, die du gerade gespielt hast, die mixolydische, sondern ich verändere nur wenige Töne. Zum Beispiel, ich mache daraus eine Ganztonleiter. Dann habe ich plötzlich einen anderen Sound da drin. Oder ich verwende beispielsweise jetzt mal alteriert. Warum alteriert? Weil da werden bestimmte Töne erhöht, altered oder erniedrigt. Das Einzige, was übrig bleibt, sind Grundton, Terz und B7. Alle anderen Töne, None, Quarte und Sechste, werden oben oder nach oben und nach unten geschoben. Das heißt, ich färbe diesen Akkord anders ein. Und das ist auch das, was viele Leute, die jetzt nicht so viel mit Jazz zu tun haben, wo die dann sagen, oft so, das klingt schräg, krumm und kann ich mir nicht anhören. Ne? Ja, es kommt drauf an, wie man spielt, finde ich. Irgendwie. Ich finde viele... Auch, ja. Ey, wenn du so Easy-Listening-Mucke hörst, auch irgendwie so softe Bossa-Mucke, das ist total häufig. Jimi Hendrix, ein alterierter Dominant-Akkord. Ja, immer. Genau. Der nicht, aber der... Da, der hätte nie jemand gesagt, dass das krumm und schräg klingt. Es klingt halt nach Rock'n'Roll. Genau. Aber es ist eigentlich ein alterierter Dominant-Akkord. Genau, aber worauf ich hinaus will jetzt, wenn ich jetzt in der Improvisationsaufgabe bin und ich muss jetzt über solche Akkorde, ich soll darüber improvisieren, dann sagt man, ja, da musst du alteriert spielen. Und für mich war es so ein Ding, okay, alteriert, okay, die spiele ich jetzt mal genauso von unten nach oben, die Tonleiter, wie ich das mit der mixolydischen gemacht habe und stellt plötzlich fest, das klingt total nervig. Das ist keine Tonleiter, die ich, also kann man machen, aber ich verwende alteriert eher in bestimmten Lines, wo dann ein Ton alteriert wird. Ja, genau. Und vorher komme ich aber aus einer anderen Melodie und gehe auf den einen alterierten Ton und das ist für mich keine Tonleiter, die ich jetzt wie eine melodische Moll-Tonleiter rauf und runter singe oder spiele. Und da gibt es schon viele Dinge, die so theoretisch sind, dass ich am Anfang so gedacht habe, wie soll ich das denn jetzt jemals anwenden? Ja. Und wie kann ich das machen? Indem ich mir wirklich Material hole, indem ich quasi Bücher lese, wenn wir wieder bei der Sprache sind. Ich höre Platten mir an, ich höre mir Licks an, ich höre das, was Typen über diese Tonleitern spielen, höre mir das raus, ziehe mir das rein, dann hoffe ich, dass das in meinem Hirn stecken bleibt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass du die Musik hörst. Ja.
Also, weil wenn du die Musik nicht hörst, wo sowas passiert, ne? Wo diese, also wenn ich jetzt stundenlang John Scofield höre und dann merke ich, dass der auf der Dominante immer mal irgendwo eine B9 spielt, also so ein, ja, so ein Halbton, wenn man eine Dominante hat, irgendwie der Spieler dann sehen hier. Ja. Ja. Keine Ahnung, also es ist jetzt vielleicht ein blöder, oder? Das klingt schon so ein bisschen spanisch. Das ist einfach eine B9, aber das ist ein Sound, der dann eigentlich gar nicht mehr so schräg klingt, weil man kennt es auch aus dem Song irgendwoher, genauso wie die Kreuz 9 von dem Jimi Hendrix Song. Genau. Ich kenne den Sound irgendwoher und dann ist es auch nichts mehr Schräges. Es wird halt dadurch, dass es irgendwie so benannt wird, alterierte Skala, natürlich erstmal vertheoretisiert, oder wenn man es so nennen will. Und dann klingt natürlich auch, oder dann macht es alles so den Eindruck von, oh, ich muss studieren. Aber eigentlich, eigentlich muss ich das Zeug hören. Genau, du musst das Zeug hören. Zum Beispiel, was ich eben noch sagen wollte, was mir dann dabei einfiel, es gibt ja einige Leute, auch bekannte Musiker, die eine Zeit lang sich mit der, ich sage jetzt mal, westlichen Musik beschäftigt haben. Es ist ja auch übrigens nicht nur im Jazz so, dass improvisiert wird oder im Blues oder im Rock, sondern auch wenn wir Fugen, es gibt zum Beispiel immer so die zweiten, dritten, vierten Durchgänge von Fugen, wo man auch mal andere in der Klassik spielen kann. Das ist vielleicht auch eine Fähigkeit, die viele gar nicht mehr lernen. Also es ist eben nicht nur im Jazz, dass da improvisiert wird. Trotzdem reden wir halt über so ein bisschen über unsere westliche Soundprägung. Und dann gibt es aber Leute, die vielleicht an dem Punkt, wo sie gesagt haben, ich will mich weiterbilden, die dann nach Indien gehen und sagen, Moment, in Indien haben wir, da geht ja irgendwie eine ganz andere Welt im wahrsten Sinne des Wortes auf. Wir haben ganz andere Rhythmen, die zugrunde legen, Taktarten. Und wir haben vielleicht auch nicht nur die Viertel, die Halbtonsituation, sondern wir haben vielleicht auch Vierteltöne, die noch so dazukommen in anderen Regionen, ne? Wo man das vielleicht auch noch in seine Musik erweitern kann. Das finde ich total spannend. Ich bin nicht an dem Punkt, dass ich mich viel mit indischer Musik beschäftigt habe, ehrlich gesagt. Und ich finde es auch manchmal geil, wenn ich Leute höre, die einfach geil Soul spielen können oder geil Blues spielen können, ohne dass ich von denen denke, boah, der hat jetzt viel Scofield gehört. Wenn das authentisch ist, wenn das mit Leib und Seele passiert, finde ich das häufig richtig geil. Trotzdem finde ich es für mich, es gab auch einen Punkt, wo ich angefangen habe, Jazz zu spielen, habe ich in Münster noch gelebt und studiert. Da bin ich in so eine Band eingestiegen, die haben so groovy, instrumental, jazzy Zeug gemacht, eher binäre Groove-Mucke, so ein bisschen Meters und so, was man dann so spielt. Aber die wollten auch freie Improvisation machen. Und die haben da auf den Instrumenten rumgehackt und ich sollte da drüber spielen und es war einfach, es ging nicht. Also für mich ging es nicht. Ich weiß, was du meinst und ich glaube, was wir brauchen, ich kenne es auch, ne? Bekiffte Proberäume. Dann stehst du da unten und du spielst auf einem Akkord stundenlang und du denkst, ich komme einfach hier nicht weiter. Ja, es ist aber nicht nur ein Akkord, sondern da gab es einen Typen, der auch mal einen dritten und fünften Akkord gespielt hat. Das hat nicht zusammengepasst. Und das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, das mag gut gemeinte Improvisation sein, aber ich konnte auf diese Weise keinen Zugang zur Improvisation finden. So einfach, lass mal machen. So. Also ich habe früher auch viel in solchen Proberäumen gestanden und oft wurde dann das Kiffen als Entschuldigung dafür genommen, dass alles scheiße klingt. Dass man nicht üben muss. Ja, genau. Und es war dann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ist nicht meine Welt, da will ich nicht hin. Und dann fängt man an, sich mit improvisierter Musik zu beschäftigen. Und dann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, warum gefällt mir bestimmte improvisierte Musik? Für mich war es dann immer so, okay, warum gefällt mir John Scofield? Weil die Komposition oft gut ist. Und was heißt das für improvisierte Musik? Ich gebe der Improvisation einen Rahmen, der den Geist auch irgendwo vielleicht ein bisschen beansprucht oder der mir zumindest sagt, okay, hier passiert was und hier gibt es Regeln, die dann aber durch die Improvisation aufgebrochen werden. Und das ist ja das, bei mir hat das angefangen so richtig mit Eric Clapton habe ich schon gesagt, aber das war ja auch immer Blues. Das war ja, sagen wir mal, schon so ein bisschen vorhersehbar. Und irgendwann wird das ja auch ein bisschen so, na, das habe ich jetzt schon oft genug gehört. Und dann kommt Jazz dazu. Und dann kam bei mir Pat Metheny Group und John Scofield. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt so, okay, was ist das? Was ist eigentlich hier los? Und warum klingt das so gut? Warum ist das so genial? Und da gibt es eine Platte von
Bruce Hornsby, weil ich jetzt auch mal in die Richtung gehen wollte, wo in der Popmusik gibt es eigentlich gute Improvisation. Und bei Bruce Hornsby gibt es eine Platte, die heißt Harbor Lights, glaube ich. Mhm. Also eine weiße Platte mit so einem Gemälde drauf. Eine tierische Platte aus den 80er Jahren, wo Pat Metheny drauf spielt. Ne? Und Bruce Hornsby war ja auch ein Jazzer. Die haben, glaube ich, sogar zusammen auf Berkeley, in Berkeley studiert, soweit ich weiß. Aber auf jeden Fall ist diese Platte relativ poppig. Also mit poppigen Grooves und so richtigen 80er Jahre Drums und so alles ziemlich gute Melodien, die auch irgendwie hängen bleiben. Mhm. Aber dann kommt plötzlich innerhalb dieses Popsongs ein Akkordwechsel, der total rausgeht, wo dann Pat Metheny drüber spielt. Und das Solo, das er drüber spielt, ist improvisiert, aber es hält sich an bestimmte Vorgaben, nämlich die Akkorde, die drunter liegen. Und die Improvisation, die ist aber dann so cool, dass ich merke, okay, der schwebt da jetzt drüber mit dem, was er spielt. Also der bewegt sich über die Akkorde, aber so total gekonnt. Wie einer, der auf dem Surfbrett steht und wirklich genau weiß, wie er die Welle zu nehmen hat. Mhm. So fühlt sich das irgendwie an. Und da kommt für mich alles zusammen. Zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen komplexen Rahmen, auf dem ich mich bewege, aber da ich weiß, was passiert, was dem zugrunde liegt, kann ich mich darüber frei bewegen. Mhm. Und da wird Improvisation für mich richtig spannend. Wenn ich weiß, okay, hier kommt jetzt ein ganz schräger Akkord, hier geht's raus, Modal Interchange, was weiß ich, oder es kommt plötzlich irgendwie jetzt ein Akkord, ein tonartfremder Akkord, aber der Musiker geht voll darauf ein und er bildet den Sound genau ab von diesem Akkord, wo ich sage, ja, das ergibt total Sinn, aber es ist komplexe Musik. Warum klingt das so sinnvoll? Hört ihr Giant Steps an, Coltrane. Klar ist das total verkopft, die Komposition, und fast niemand kann darüber spielen. Aber wenn Coltrane darüber spielt, klingt das für mich total wie ein Kinderlied. Mhm. Also um es jetzt mal ein bisschen zu übertreiben. Ja, es klingt natürlich immer noch komplex, aber es klingt leichtfüßig. Und sobald jemand improvisatorisch etwas wirklich gut kann, so dass es sich leichtfüßig anhört oder sich so anhört, als könnte er das spielerisch ohne Anstrengung spielen, dann klingt es auch nicht mehr verkopft, finde ich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir sagen, richtig geil improvisieren kann man nur, wenn man richtig viel geübt hat auch. Wenn man bestimmte Dinge einfach so ausgecheckt hat, dass man sich leichtfüßig mit diesem Thema beschäftigen kann. Ich glaube schon, dass umso mehr du geübt hast, desto besser kannst du improvisieren. Ich glaube, dass das auf jeden Fall korreliert. Ja, ich finde zum Beispiel ein Ding in meiner Zeit, wo ich sehr viel Saxophonisten auch gehört habe, unter anderem auch Wayne Shorter, der war von jeher für mich auch in der jungen Zeit jemand, der ein bisschen außergewöhnlich war, weil er nie so ein Show-Off-Typ war, der so krass wie Coltrane nämlich so schnelle Inside-Dinger über die Akkorde geballert hat. Sondern er hat schon in seinem Spiel immer was sehr Expressives gehabt. Mhm. Eine andere Art der Improvisation. Der hat aber früher Songs geschrieben, seine eigenen Dinge und mit seiner Band auch gespielt. Die waren schon immer so ein bisschen schräger. Mhm. Die waren immer noch ein bisschen funktionsharmonisch. Also die Akkorde waren immer noch so ein bisschen herkömmlich, sag ich mal. Aber er hat sie anders eingesetzt. Das war immer so eine Mischung aus rein funktionsharmonischem Jazz und so ein bisschen modal, so eine Mischung für mich war das, wie 5-4-Fum zum Beispiel, solche Nummern irgendwie, wo man so denkt, wow, okay, das ist schon eine komische Komposition, irgendwie klang sie für mich damals sehr modern. Und dann habe ich mir alle reingefahren, fand ich ziemlich, ziemlich spannend, wie er mit Musik umgeht, nicht nur mit dem Spielen, sondern auch mit dem Komponieren. Und dann habe ich ihn auch immer wieder verfolgt, habe ihn auch mal live in Karlsruhe gesehen, Jahre später, 20 Jahre später, und da war für mich so klar, krass, der ist jetzt kompositorisch auch noch den Weg gegangen, den er improvisatorisch auch schon hat. Das heißt, die Songs sind jetzt wirklich sehr, sehr advanced. Da ist nichts Herkömmliches mehr dran. So, es ist krass, der hat jetzt ganz viel Freiheit auch mit in die Komposition genommen, was der Band sehr viel Interplay-Möglichkeiten gibt und sehr viel Improvisationsmöglichkeiten gibt. Trotzdem ist es kein Free Jazz. Es ist nicht einfach, spiel mal irgendwie. Und da finde ich zum Beispiel, da haben, wenn Leute, die sich nicht mit Jazz auseinandergesetzt haben, sagen, Jazz klingt so scheiße, Jazz ist so wahnsinnig, das ist ja immer so ganz verkopft und klingt so schräg. Wir haben natürlich eine Zeit in Deutschland gehabt, gerade die deutsche Free-Jazz-Szene, ich weiß nicht, ob die Leute mich jetzt lynchen, wenn ich das sage, aber ich finde das alles wahnsinnig nervig. Also da gab es in der deutschen Free-Jazz-Szene, muss ich echt sagen,
finde ich persönlich nichts, wo ich sage, wow, das hat mich jetzt aber wahnsinnig hat mich beeindruckt. Naja, mir geht es oft so, dass wenn jemand wirklich, ne, um jetzt mal da auch, also weil ich gerade gesagt habe, so umso mehr jemand übt, desto besser wird die Improvisation. Es gibt natürlich eine Menge Gitarristen, die extrem viel geübt haben und mir fällt es natürlich trotzdem nicht. Ist dann wieder die Geschmacksfrage, ne? Weil es gibt ja Leute, dann, die so viel können, dass sie auch keine Pause mehr zulassen in der Musik. So, ne? Dieses Phänomen zum Beispiel, dass die dann so viel spielen und man nicht mehr zuhören kann, weil es einfach too much ist. Also es kommt natürlich dann wieder darauf an, dass man in der Improvisation auch mal durchatmet vielleicht, Spannung erzeugt, Dynamik erzeugt, dann kommen dann solche Sachen halt. Wie, ne, wie kann ich, obwohl ich jetzt alles kann auf der Gitarre, wie kann ich jetzt ein Solo interessant gestalten, dass es auch überrascht, dass es melodisch, emotional klingt vielleicht, dass es Höhen und Tiefen hat, dass es Dynamik hat, dass es vielleicht irgendwie einen schönen Ton hat. Weil es gibt, du kennst das auch, es gibt so viele Musiker, die irgendwie unfassbar viel können, aber es klingt nicht gut. Oder es klingt zumindest nicht so, dass es dir gefällt. Vielleicht haben die einfach einen anderen Geschmack. Dann spielt man vielleicht eine andere Gitarre, die hat einen anderen Sound. Und mir gefällt einfach der Sound nicht. Aber anderen gefällt es wieder. Das spielt ja natürlich immer rein. Es ist immer Geschmack. Alles, was ich eben auch gesagt habe, das ist immer mein persönlicher Geschmack letztendlich. Ja, weil nicht jeder, der unfassbar viel weiß über Musik und alle Prozesse kennt, der spielt es auch Sachen, die dann immer gefallen müssen. Das ist genauso, wenn jemand, wenn ich jetzt perfekt Japanisch kann, dann heißt es auch nicht, dass ich jetzt interessante Sachen erzähle. Das stimmt. Also, jetzt heißt ja unsere Folge heute, hast du heute schon improvisiert? Das haben wir einfach mal als Earcatcher so verwendet. Ja. Daraus ableitend die Frage an uns beide letztendlich, wir beide spielen sehr viel Popmusik. Ja. Aktuell. Ich habe früher viele Jazz-Gigs auch gespielt, wobei das häufig, würde ich mal sagen, jetzt, ich habe so ein bisschen Big Band auch gespielt, aber hauptsächlich eher so Quartett, Quintett, Trio-Geschichten. Aber ich bin sehr schnell in die Popwelt abgebogen. Einerseits, weil mich das auch reizt, andererseits auch, das ist vielleicht auch was ganz Pragmatisches, weil ich damit Geld verdienen kann. Das war jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich das gemacht habe. Da hatten wir auch mit Ole drüber gesprochen. Genau. Du rutscht dann da irgendwie rein. Genau. Also ich habe mich zum Beispiel entschieden, nicht mehr zu unterrichten. Ich habe eine Zeit lang den Modus für mich gehabt, dass ich tatsächlich, ich hatte mal 3 Tage Unterricht an der Musikschule. Ja. So noch am Ende des Studiums bis die ersten 2, 3 Jahre nach dem Studium. Mhm. 3 Tage die Woche unterrichtet. Musste mich danach fast aufhängen jede Woche. So schlimm. Also überhaupt nicht. Ich hatte teilweise sehr tolle Schüler, aber es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Ich habe das Unterrichten, gerade an städtischen Musikschulen zu der Zeit, als wahnsinnig anstrengend empfunden, wenn man irgendwie 15 Schüler am Tag hat. So ja, das ist auch viel. Einfach wahnsinnig. Da war ich einfach platt und hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass ich an diesen Tagen für mich persönlich musikalisch irgendwie weitergekommen bin. Ja, klar. Oder irgendwas getan habe, was mir persönlich, außer das Geld verdienen. Mhm. Ich habe vielleicht den Leuten, den jungen Leuten, die auf mich Bock hatten, denen habe ich sicherlich was mitgegeben. Also es waren echt auch schöne Situationen dabei, coole Schüler. Aber lange, kurzer Sinn, ich habe mich entschieden, ich will nicht 3 Tage die Woche unterrichten, sondern ich will Musik machen. Und andere Leute gehen vielleicht bewusst den Weg, dass sie sagen, sie wollen aber Jazz spielen, um viel improvisieren zu können, weil das vielleicht das höchste Gut für viele Leute ist beim Musikmachen, nämlich das Kommunizieren auf Improvisationsebene miteinander. Das heißt, man muss sich aktiv dafür entscheiden, jetzt Musik zu spielen, in der das möglich ist. Und das ist dann vielleicht auch häufig Musik mit einer eigenen Band, mit einem eigenen Projekt, wo man das ausleben kann. Und da kann man aber häufig dann eben leider nicht so viel Geld mit verdienen oder bis hin zu gar kein Geld verdienen. Deswegen muss man unterrichten oder andere Dinge tun, um sein Auskommen zu haben. Ich habe mich da entschieden, es nicht zu tun, sondern eher viel Musik zu machen. Und da gehört dann eben auch dazu, in der Horn-Section zu spielen, in Pop-Momenten zu spielen. Jetzt kommen wir gerade aus dem Sing-Mein-Song-Modus. Wir haben die Proben, sind vorbei, wir fliegen nächste Woche nach Afrika. Haben jetzt fast 60 Songs eingetütet für diese Staffel. Und in diesen 60 Songs habe ich 2 Soli. Ein Altflöten-Solo und ein Tenorsaxophon-Solo. Ja, stimmt. Das Tenording ist sogar relativ lang und relativ open und so. Das sind aber die einzigen
kreativen Improvisationsmomente für mich persönlich jetzt in dem Ding. Alles andere, was kommt, sagen wir immer so schön, ist jetzt so Nachturnen. Mhm. In der Popmusik geht es ja darum, ein Arrangement, was gemacht wurde, möglichst akkurat abzubilden. Und dann geht es um den Sänger und so weiter. Wie ist es bei dir? Wie findest du das? Hast du ein Solo in dieser Staffel? Ja, ich glaube 2 oder 3 sogar. Also eins wirklich, wir dürfen ja nur nichts verraten, müssen wir nach der Show verraten. Mhm. Aber eins, das wirklich so, das ist ja oft so am Ende vom Song, so ein Outro-Solo. Mhm. Ne? Das ist aber komplett improvisiert und ich habe da... Ah, du hast diese eine Soul-Nummer, ist ein Ding drin, erinnere ich mich. Ja. Ganz geil. Schöner Moment. Genau. Aber auch nur 8 Takte, also so auch relativ... Ja, das ist so ein kleiner Einwurf, der ist aber auch immer so ein bisschen frisch improvisiert. Also genau. ich spiele eigentlich nie komponiertes Soli, es sei denn, es ist wirklich ein Soli, der ist ein Solo, das so sein muss. Melodie-Soli. Ne? So. Melodie, bei Gregor zum Beispiel. Wie heißt die Nummer? Ich vergesse immer den Titel. Oh, Gregor killt uns jetzt. Ja. Ja, das ist aber wunderbar. Das sind so typische so Balladensolo mit der Nylon-Gitarre. Da gehört einfach so diese Melodie hin. Die kannst du mal so ein bisschen umfrasieren, aber selbst da. Ja, aber es gibt so, du kennst Sweet Home Alabama vielleicht sogar auch, so typische Pop-Klassiker. Hotel California. Ja, das ist ja sogar auch noch zweistimmig. Das ist so komponiert, das muss ich dann halt so spielen. Es gibt oder ich hatte bei Sing Mein Song letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo Clouseau da war, da ist so ein Ding entstanden, Auf und Ab, die Nummer von Montez. Naja. Das haben wir, glaube ich, so viele Songs. So 80er Jahre, das haben wir so ein bisschen 80er Jahre mäßig gemacht. Ja, ja. Und da habe ich so im Zuge des Prozesses, aber Saxophon-Solo muss 80er Jahre so ein bisschen Springsteen-mäßig. Ja, genau, diese Nummer, ja. Ne? Und dann habe ich quasi das so 6-7 Mal im Studio gespielt und hat sich irgendwie rauskristallisiert. Nee, das war geil, was du da gespielt hast. Das war geil. Yeah. Ja gut, das war jetzt einfach nur eine Melodie. Ja, genau das. Yeah. Und zack, war das Ding festgenagelt. Yeah, und genau. Okay, dann habe ich halt, okay, den Take, den wir da genommen haben, den musstest du dann so den muss ich jetzt so spielen. Ja, ja, klar. So. Das gibt's natürlich auch oft. Das passiert dann so. Ne? Ja. Aber trotzdem ist, worauf ich hinaus will, der Improvisationsanteil häufig in Popmusik ist einfach sehr, sehr gering. Mhm. Fehlt dir das? Ja, mir fehlt das total, weil ich damit aufgewachsen bin. Und ich bin auch ein Musiker, das merkt man auch. Also an meinem YouTube-Channel zum Beispiel, da habe ich jetzt so eine neue Serie mal so losgetreten. Ja, gerade in der Weihnachtszeit ist es entstanden, wo ich gesagt habe, ich gebe mir 2 Stunden und setze mich einfach vor die Kamera und mache dann Lupe an, ne? Also so ein Gerät, das mich selber abspielt, und improvisiere darüber. Einfach frei, ich lasse einfach die Gitarre erzählen. Ich habe so das Bedürfnis, mich mit der Gitarre auszudrücken und mit der Gitarre was zu erzählen. Mhm. Weil für mich ist die Gitarre sowas wie ein Sprachrohr. Also ich sehe Musik nicht so, wie soll ich sagen, also es ist einfach ein wesentlicher Teil von mir als Mensch, mich über die Gitarre auszudrücken, weil ich damit aufgewachsen bin. Mhm. Und ich hab als Kind angefangen, auf dem Casio-Keyboard wirklich mich musikalisch irgendwie auszudrücken. Mhm. Und das ist einfach in mir drin. Wenn ich das nicht machen kann, dann fehlt mir was. Ich setze mich halt einfach auch mittags einfach mal eine Stunde hin und spiele einfach was aus mir rauskommt. Und das ist einfach ein Teil von mir. Also ich kann das gar nicht abschalten, das Improvisieren. Mir geht das auch so. Ich finde, wenn ich diese Momente nicht hätte, also ich habe überhaupt nichts dagegen, auch mal eine Tour lang nur Hornsection zu spielen, wo kein einziges Solo drin vorkommt. Mhm. Aber wenn das so gar nicht mehr im Leben stattfindet, das Improvisieren, dann würde mir schon sehr viel fehlen. Und deswegen bin ich da immer sehr dankbar, dass wir ja doch sehr viel in einem Handmade oder wir beide zusammen in unseren Projekten, aber auch wenn ich andere Dinge mache, das sind meistens einfach zwangsläufig, weil ich halt auch Bläser bin. Es ist häufig nichts Elektronisches, es ist tendenziell eher mal so ein Bandkontext. Mhm. Und dann habe ich schon Möglichkeiten zu improvisieren. Selbst wenn ich Cover-Gigs spiele, habe ich da sogar wahnsinnig viele Möglichkeiten zu improvisieren. Ja, es ist aber halt oft so, dass man oft so ein bisschen vor an den Bühnenrand geschickt wird. Jetzt musste man ein Solo abliefern. Ja, du das hast ist eine Show-Anteil. 16 Takte, ne? Ja, Show. Du hast 16 Takte und dann habe ich gerade mal angefangen mit dem Solo zu sagen, hallo, hier bin ich. Ich spiele jetzt ein Solo, pass mal auf, was jetzt kommt. Und dann ist es schon wieder vorbei. Ja, genau. Aber richtige Improvisation, die ist für mich
wir spielen in einer Band, wir spielen in einem musikalischen, ja, interaktiven Kontext und dann bricht der Song runter und ich habe Zeit, was aufzubauen. Ja, ich, ja, kann eine Geschichte erzählen. Ja. Ein improvisiertes Solo ist für mich eine Geschichte, eine Story, die ich erzähle. Storytelling. Ja. Ja. Deswegen bin ich ja immer ein totaler Freund davon. Das ist auch was, was ich diesen Sommer versuche, wieder bei Gregor unterzubringen, wenn, mhm, wenn wir die Tourproben vorbereiten. Mhm. Dass man, auch wenn man viel vorgefertigte Mucke wiedergibt, mhm, die Songs genauso wie sie sind. Das, ich finde es spannend in solchen Bandkontexten, wo wir eben viele Improvisateure haben, mhm, zu sagen, hey, lass uns doch auf dem Sommerprogramm einen Song machen, wo wir einen Solopart haben und der Solopart ist offen, mhm, und es muss nicht immer nur du solieren, sondern es, man macht jeden Abend, spielt mal Keyboard, spielt mal Saxophon, spielt mal Trompete. Mhm. Einfach um, wenn es irgendwie geht, manchmal bietet sich das nicht an beim Song oder, mhm, nicht jedes Instrument macht in der Musik Sinn, aber dass man so ein bisschen offen bleibt und, mhm, auch die Antennen untereinander schärft für wir spielen und machen Musik, wo wir aufeinander reagieren können. Ja. Es geht nicht darum, nur meinen Part runterzuhacken, ja, sondern dass man so ein bisschen Interaktion kommentierend bleibt sozusagen. Ja. Ich finde das wahnsinnig wichtig in der Musik und ich merke auch, wenn mir das lange fehlt, dann habe ich so merke ich, dass in mir sowas verkümmert. Das wollte ich gerade sagen, ja, genau. Ja. Ja. Und es ist aber nicht nur das Verkümmern, dass ich würde gerne kommunizieren mit euch. Ja. Für mich gibt es auch nämlich zwei Modi auf meinem Instrument oder wahrscheinlich auf jedem Instrument. Das eine ist der rein technische Modus. Mein Ansatz geht weg, wenn ich nicht übe, ja, oder ich klinge nicht mehr so der gut oder meine, ja, Finger sind nicht mehr so. Ich muss einfach ein bestimmtes, ja, Level an Eingespieltheit besitzen, um überhaupt für mich gut Musik machen zu können. Ja. Das ist aber das Technische. Ja. Und das andere ist das Inhaltliche, wenn ich die Sprache nicht übe, wenn ich keine Licks übe, wenn ich mir nicht neues Zeug reinziehe, ja, Soli transkribiere oder so, dann roste ich so ein bisschen ein. Dann werde ich trotzdem, mhm, das Zeug gut spielen können, was ich spielen muss. Aber so dieses von links nach rechts behende, fühle ich mich dann manchmal etwas eingerostet im, ja, vom Kopf her oder vom Gehör her. Ja. Und manchmal im Alltag, wenn man so viel zu tun hat, komme ich da nicht so dazu. Und dann merke ich manchmal, okay, ich will mal wieder jetzt eine Stunde nur mich hinsetzen, ein paar Sachen rumfingern. Also wir brauchen eine Jazzband. Ja, ja, let's did it. Jazz-Trio. Saxophon, Gitarre und Tabla. Ja, ja, ich finde es wirklich super spannend. Ja, es ist extrem. Und noch ein Aspekt für mich als Hörer, wenn ich... Mhm. Vor allen Dingen im Live-Kontext bin, dann finde ich das auch einfach geil, wenn ich vor der Bühne stehe, mhm, und eine Band sehe, die nicht nur runterzocken, sondern, mhm, wo eben genau diese Interaktion stattfindet. Selbst wenn es so kleine Einwürfe nur sind oder wenn es ein langes, sich entwickelndes improvisatorisches Solo ist, mhm, dafür bin ich angetreten, oder dafür gehe ich auf ein Konzert, um sowas auch zu erleben. Und, mhm, ich glaube auch, dass man gar nicht so Angst haben muss als Pop-Act, wir müssen die Platte genau nachspielen und wir haben nicht das Publikum, die sowas schätzen oder so. Mhm. Ich glaube, gerade im Live-Kontext, bei vielen Künstlern ist das ein Thema, was eine Live-Show total bereichert, wenn man das zulässt. Wenn man, ja, das einbaut. Was zulässt, immer. Ja. Das ist eine Frage der Sozialisierung, wo man herkommt, ja, und wo man sich wohlfühlt und so. Ne? Viele fühlen sich ja nicht wohl, wenn sie improvisieren müssen. Und ist auch okay. So, ne? Mhm. Das ist eine Frage, wo man so aufgewachsen ist auch. Aber wir improvisieren in Zukunft. Wir können zum Beispiel jetzt was improvisieren. Was wollen wir denn improvisieren? Keine Ahnung. Improvisieren. War nicht so geil, so die ersten 10 Sekunden, ja, holen wir das mal rein, waren nicht inspiriert, also bei mir zumindest, ja, und dann haben wir uns so ein bisschen
das Wasser gereicht. Man hört schon, man merkt schon, dass du studiert hast. Fürchterlich. Ist das jetzt gut oder schlecht, wenn das jemand sagt? Das ist nämlich die Frage, ob das gut ist. Ne? Toll ist immer, wenn die Leute kommen und sagen, ah, Sie sind ja wirklich ein Vollblutmusiker. Gell? Ein Vollblutmusiker? Das ist immer was ist das überhaupt? Ein Vollblutmusiker? Ja, weiß ich auch nicht, was das ist. Jemand, der Blut besitzt. Ja, weiß ich auch nicht. Aber toll war auch immer ein Moment nachher, nach dem Konzert, am Merch-Stand, wir hatten so eine Nummer gespielt, damals noch mit der Blas-Sportgruppe. Ich habe so eine Brassband gehabt, ne? Das ist also eine Brassband, nur Blasinstrumente und Trommeln. Und da haben wir eine Nummer instrumental gespielt von Brad Meldau, Klavier-Trio. Oh, ja. Das war allerdings eine so ein bisschen so trauermarschmäßige Nummer. Mhm. Und dann kam so eine Frau, gell, das ist so schön, was Sie machen, die Musik, so schön. Was war denn dieses eine Lied, was Sie da gespielt haben, dieses langsame Lied? Was war das denn für eine Musik? Und ich so, meinen Sie dieses traurige, ja, dieses, ich so, was meinen Sie denn? Ja, was ist das für eine Stilistik? Ja. Oh, hab ich gesagt, ja, das ist eigentlich Jazzmusik. Ja. Das ist Jazz? Na. Und ich so, ja doch, das ist also von den Harmonien und so weiter, ja. Das ist ganz klar eigentlich ein Jazzstück. Ja. Und da wurde auch improvisiert, da gab es Posaunensolo und irgendwie, weiß ich nicht, Saxophon-Solo, whatever, auf ganz klar, das ist Jazz? Na, normalerweise gefällt mir Jazz nicht. Ja. Spannend. Ist jetzt vielleicht. Da war alles drin, da war Improvisation drin. Das ist, glaube ich, wirklich eher die Darreichungsform. Ja. Das hat dir auf jeden Fall gefallen. Also, was lernen wir daraus? Man muss natürlich improvisierte Musik auch ein bisschen hören, damit man Zugang findet, auch als Hörer. Das hast du jetzt schön zusammengefasst. Man muss üben und hören. Üben und hören. Und wir freuen uns, wenn ihr auf Like, Abonnieren, Sharen und so weiter klickt. Ja, wir freuen uns darüber. Damit wir auch noch eine 19. Folge machen können, die dann wiederum aus Südafrika kommen wird. Ja, wir sind in Südafrika. Wir fliegen nächste Woche. Und wir versuchen, je nachdem, wie gut die Internetverbindung da ist, das wird spannend. Was wollen wir versuchen? Wenn überhaupt Strom da ist, weil in Südafrika gibt es, Loadshedding ist noch krasser geworden. Das stimmt. Hab ich gehört. Loadshedding ist, Strom wird abgeschaltet, weil zu wenig Strom da ist. Ja. In der Region Kapstadt passiert das täglich. Wir werden sehen. Aber wir berichten aus Afrika. Wir machen da ein paar Videofilmchen und Podcasts. Vielleicht machen wir die ein bisschen kürzer, eine halbe Stunde oder so, weil die Upload-Geschichten, das wird spannend. Aber gucken wir mal, wie die Verbindung ist. Ach, stimmt, ja klar. Mal gucken. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja klar, ja. Wir müssen ja irgendwann hochladen. Das wird ein ganz schön, weil das ist ja jetzt schon viel Zeug, ne? Naja, war auf jeden Fall sehr nett mit Ihnen, Herr Vollmer. Ich freue mich immens. Ich wünsche einen schönen Tag. Ja, es war wunderschön. Vielen Dank. Tschüss.